Und wir sind live. Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil, naja, zum dritten Prolog unserer kleinen Alternia-Kampagne. Für alle die jetzt erst sozusagen zugeschaut haben, erkläre ich noch mal ganz kurz, was in den letzten beiden passiert ist. In dem einen hatte sich unser Herr Misu Miwok einen recht seltsamen Zwischenfall in einem Nationalpark, würde das natürlich auch mal wieder ansehen, aber zusammengefasst. Nun ja, er traf auf einen Jungen mit roten Haaren namens Kimba, der ihn dann in einem, ja, es klingt vielleicht falsch, aber in einem Hotel flachgelegt hat. Nein, ja, das trifft ganz gut. Der zweite war ein gewisser Isaac, Isaac der Unglaubliche, ein Straßenzauberer, der plötzlich sich mit einer Dame konfrontiert sah, die offenbar auch zaubern konnte. Aber viel, viel besser als er und vollkommen unlogisch. Und die hat ihm dann eben Tricks zeigen wollen, beziehungsweise das zeigen wollen, wo sie die her hat. Und auch da tauchte ein Junge mit roten Haaren auf, der sich als Kimba vorstellte. Und ja, nach einiger Rumzauberei fiel der jeweils andere in Ohnmacht. Und auch mit ihm. Auch ihm war ein Schwarz vor den Augen. Zwei der drei Nebel sind schon verschwunden. Und heute fällt, wie ihr habt schon den Namen gelesen, Vasras Aramani in Family Matters der dritte Nebel. Also wir lichten den Nebel. Bitte. Du. Oh mein Gott, das ist so grässlich! Ich weiß. Wunderschön, ne? Ja. Ich glaube, ich brauche dich nicht vorstellen, oder? Ich bezweifle es, obwohl so Fan bin ich ja auch nicht, also theoretisch könntest du es tun. Naja, zumal ich sie auch beim Nerdpol reingeschrieben habe. Vielleicht nicht so die schlauste Idee. Also, Ja, der Oberhorbos, ja. als Vasaras der Dämon. Und vielleicht sind einige von euch schon aufgefallen, dass da steht Dämon. Oder Dämon, je nachdem, wie ihr es aussprechen wollt. Was ist denn an Vasaras besonders? Er hat Hörner. Ich meine eigentlich im Vergleich zu den anderen beiden. Er ist schon von Anfang an alter. Alternianer, sprich, es war nie Mensch und wird wahrscheinlich auch nie Mensch sein. Der lebt schon von Anfang an in Alternia. Richtig. Deswegen auch das schöne Bildchen Lower Third. Ich weigere mich nämlich immer wieder Menschen zu spielen. Das stimmt. Es sei denn, es bleibt überhaupt nichts anderes. Aber selbst dann sind diese Menschen nicht normal. Das sind sie muskelbepackt und wollen. Wow. Genau, so kann man es eigentlich ganz gut beschreiben. Ich habe da so Ja. ganz bestimmte Vorstellungen. Dann stell doch einfach mal deinen Charakter vor. Puh, hast du das nicht gerade eben getan? Ja, muss man mal vorstellen. Ich spiele halt den Dämonen Vaseras, der ja, vom. Ich sage jetzt kein bestimmtes Alter, weil ich es selber noch nicht genau kenne. Weil Dämonen recht alt werden können. Und wie gesagt, das Alter ist eher unbekannt, aber an sich sieht er nicht gerade alt aus. Sprich, ist recht gut aussehend, ist 1,95 groß. Seine Hörner sind, wie man auf dem Bild vielleicht sieht, von Lower Third ziemlich groß. Also sind sehr viel größer als bei anderen Dämonen, die sind ja im Durchschnitt eigentlich so 5 bis 30 Zentimeter lang, bei ihm sind sie ein bisschen viel, viel länger. Die größten Hörner, wo es gibt. Der hat schon mehr so ein Geweih als ein Horn, der Genau, Kerl. sind eigentlich schon wirklich riesige Hörner, wie, ja, ich kann ja noch mal ein Bild zeigen, eventuell vielleicht, wenn ich erst finde.
Moment, bin mal so frei, das Ganze hinaus. So, nee, falsch. Da, hier. Da sieht man es nochmal, die Hörner sind hier ziemlich lang. Und auf jeden Fall, ja, Vaseras ist ein Söldner, ein Dämonischer, der allerdings, der, wie es Söldner halt machen, arbeitet für jeden, der ihm genug bezahlt, und er lebt nicht, wie man eigentlich annehmen könnte, wie alle anderen Dämonen in der Roten Wüste, weil er dank seiner Vergangenheit sich quasi von seinem eigenen Volk losgesagt hat. Die kommt irgendwann wahrscheinlich auch nochmal hoch, würde ich sagen. Genau, das denke ich nämlich auch. Ich habe nämlich keine Lust, diese gesamte Vergangenheit jetzt wieder zu geben. Das dauert schlichtweg mal eine halbe Stunde. Naja, no, das könnte man künstlich vielleicht das Ganze ein bisschen strecken. Ja, ja. Gerade wenn ich es erzähle, ich bin sehr ausführlich, wenn ich will. Ja, sagen wir einfach, es gibt Dinge, die ihn dazu gebracht haben, seine Heimat zu verlassen. Um das mal zu erklären, die Rote Wüste ist ein großes, von einer Bergkette umgegenes Gebiet. In denen hatten das halt eben die Dämonen zurückgedrängt worden sind, als sie versucht haben, gegen die anderen Völker ihre Machtposition auszubauen. Ja, hat ja nicht geklappt. Was für Nicht so richtig. Wir versuchen auch, so gut es geht, die Spielwelt zu erklären. Sozusagen im Laufe des Spiels jetzt. Wenn ich es jetzt mache, wird es schlichtweg zu lange dauern. Und ich würde sagen, wir tauchen ein in Alternia. Ja, das ist ja. Es ist ein schöner Tag für dich. Sonne scheint, gehst durch einen Wald und das Einzige, was dir diesem Laut richtig vermiesen ist, ist dein Magen. 2 Tage lang hast du schon nichts mehr gegessen. Ja. Ziehst von einer Stadt in die andere, beziehungsweise in dem Fall leider nicht, weil du folgst diesem Pfad jetzt schon ein bisschen und du hast keine Zivilisation gesehen. Ab und zu hast du mal ein paar Tiere gesehen oder so, aber das ist halt eben nicht so, damit du dich richtig sättigst. Alles abgemagertes Getier wahrscheinlich. Und dementsprechend gut ist deine Laune. Aber als du so ein bisschen durch die Gegend gehst, siehst du in der Ferne so ein paar Bauernhäuser. Vielleicht haben die etwas zu essen. Und ich steuere drauf zu. Und versuche, so wenig bedrohlich wie möglich zu wirken. Also quasi unmöglich, was ich da versuche. Richtig. Ich versuche halt, möglichst einen friedlichen Eindruck zu machen, was aber aufgrund meiner Laune und überhaupt kaum möglich ist. Also es ist so ein bisschen, der Wald lichtet sich so ein bisschen. Du erblickst halt ein großes und 2 kleinere Bauernhäuser, umgeben von Feldern, offenbar ja Brombeeren. Und auch so ein paar Kinder, die da eben spielen, aber die scheinen noch nicht so beachtet zu haben. Tja, ich ignoriere die Kinder, also die interessieren mich nicht wirklich. Gehst einfach an ihnen vorbei. Ja. Die Kinder gucken dich an, als sie dich bemerken. Ein Monster! Und einer der Ältesten von denen zieht ein Holzschwert und geht auf dich los. Die anderen laufen weg. Ich ignoriere das Kind weiterhin. Mach dir den Chaos! Also wir reden jetzt von Ayun, also von Katzenmenschen. Der hält im Grunde diese Klinge so, stellt sich hinter dich und schlägt immer so auf deinen Rücken ein. Das dachte ich mir schon. Es geht Vaseras ziemlich am Arsch vorbei, der hat Hunger und... Ja, wortwörtlich vor allem. Ja, der will sich da jetzt nicht wirklich von dem Kind aufhalten lassen, nach Essen zu bitten. Und ich glaube, er spürt die Schläge im Moment kaum noch, von daher. Mach mal eine Probe auf Intuition. Ach, zum Glück wäre ich abgestochen. Oder gleich kommt der Farmer mit der Flinte.
Das meinen, es gibt ja mehrere Na, Tiere. Doppel 4 ist das. 1, Doppel 4, es sollte noch bestanden sein, ne? Als du so ein Stück gehst, bemerkst du, dass offenbar die beiden anderen Kinder ein Stück weit nach vorne gerannt sind und vor dir siehst du Stolperdraht. Also Stolperdraht, in den ich reingehen würde, würde ich weitergehen. Richtig. Deckt er den gesamten Weg aus? Das ist im Grunde beides von Brombeersträuchern gesäumt, also du müsstest schon so. Also entweder gehst du jetzt, kannst auch Könnte locker drüber steigen oder so, aber. ich theoretisch auch den Stolperdraht einfach mit der Hand packen und Hochziehen? wegreißen? Ja, also so, dass ich quasi den einmal hochreiße und da durchgehe. Kannst du Oder ihn machen. überhaupt aus dem Weg reiße. Dann mache ich das dann, wie ich den sehe. Marschiert Vaseras, knurrt leicht und beugt sich nach unten, packt den Stolperdraht und reißt ihn einmal weg und geht dann weiter. Ich mach dir den Chaos, du Bestie! Der kleine Junge dreht immer noch mit einer bemerkenswerten Konstitution auf dich ein. Okay. Machst du gerade Ja. einen Beherrschungswurf? Ja, ich Ich habe hoffe, immer was nicht ganz festgelegt, was was ist, aber irgendwann gehen Vaseras diese Schläge doch auf die Nerven und er dreht sich ruckartig um Der und Junge starrt einfach schlägt nur wieder zurück. den. Genau das wollte er erreichen. Mit diesem Knochen dreht er sich wieder um und geht weiter aufs Bauernhaus zu. Die Kinder laufen nach drinnen, also laufen sozusagen an die vorbei und laufen dann rein. Ja. Du hast so ein bisschen Stimmen gemurmelt und dann kommen aus dem Haus so, ja, drei ausgewachsene Aijun da nach draußen. Gucken dich so ein bisschen Katzenmenschen, ne? Genau. gefühlt an. Ja, zwei davon mit Mistgabeln. Also mit dieser modifizierten Mistgabeln für sie, dass sie halt eben sich die nur so auf die Pfoten setzen müssen. Ja. Ach stimmt, mehr Pfoten, genau. Und in der Mitte beginnt er noch so zu reden. Offenbar scheint er so ein bisschen älter zu sein als die anderen. Was wollt ihr hier? Lediglich etwas zu essen. Die Kinder, er will uns fressen, er will uns fressen. Nicht euch. Das, was ihr ganz normal esst, mehr brauche ich nicht. Was macht ein Dämon so weit entfernt von der roten Wüste? Auf Reisen. Mehr nicht. Ich bin nur Reisen. auf Reisen. Euer Volk geht auch auf Reisen. Nicht mein Volk, nur ich. Ich gehe rein. Also ach, seid ihr wegen dem Zirkus in der Nähe? Was? Naja, in der Stadt, ganz hier in der Nähe, ist ein großer Zirkus. Seid ihr wegen dem hier? Schon möglich. Uns soll es recht sein, Allerdings. aber jemand, der dich anpackt, bekommt hier nichts zu essen. Dann gib mir eine Aufgabe. Naja, zum Brombeerpflücken seid ihr wahrscheinlich euren körperlichen Eigenschaften nicht unbedingt optimal ausgerüstet, aber hinten ist Holz. Nun Ihr habt gut, eine Axt. dann werde ich das wohl tun. Die Kinder wirken immer noch so ein bisschen verängstigt. Der Mann scheint ja aber so ein bisschen. Okay, folgt mir. Ich nicke und folge ihm. Geht halt mit ihr ums Haus rum. Da steht dann halt eben so ein größerer Holzblock. Und da drauf immer so Scheite. Ganz normal halt. Ganz normal eben. Ja. Dann nehmen so kleinere Haufen. Ja, spaltet die und wir geben euch was zu essen. Ab Dank. Und ich mache mich an die Arbeit. Ja, du beginnst.
Also möchtest, nimmst du die Axt, die daneben steht, oder nimmst du deine Axt dafür? Als ob ich meine Axt dafür nehmen würde, da würde man mich gleich umbringen wollen. Ich weiß nicht, wie das Ding aussieht. Ich nehme eine ganz normale Holzfäller-Axt. Mhm. Mach mal eine Probe auf Stärke. Aber sicher. Schwierigkeit ist bei dir Angriff. 4. Oha, aber gerade so geschafft. Oh, ganz knapp. Ich hätte vor. Ey, ich wollte gerade schon sagen, Achtung 4-1 und jetzt kommt sowas. Naja, immerhin. Also du kriegst es im Grunde noch so, ja, gerade so hin, du bist wahrscheinlich auch so, schon ein bisschen geschwächt wegen dem langen Nahrungs, Ja. richtig? Lange Zeit nichts zu essen gehabt. In dein, wenn du sagst, jetzt hättest du Worker wahrscheinlich den Flock, diesen Holzblock, auf dem das Ding steht, mitgespaltet. Sicher. Also dauert das auch ein bisschen, so eine gute Stunde. Bist du fertig? Und der Mann kommt nach hinten zu dir und reicht dir wie so ein Bündel im Tuch. Ich nehme das entgegen. Wir geben dabei zu. Wenn ihr Arbeit sucht, geht in die nächste Stadt. Da findet ihr wahrscheinlich Besseres. Vielen Dank. Einfach oder dort so ein Stück. Einfach noch ein bisschen am Waldrand langlaufen, dann könnt ihr es gar nicht verfehlen. Vielen Dank, mein Herr. Solltet ihr am Abend ankommen. Welche Tageszeit haben wir? Keine Ursache. Mittag. Späten Mittag. Ja, dann mache ich mich auf den Weg. Dann verabschiede ich mich bei ihm und auf dem Weg verzehre ich dann den Proviant. Ja, es ist halt eben so eine kleine Flasche Milch. So mit Korken und so alles versehen. Dann ein halbes Stück, also ein halber Laib Brot. Und ein bisschen, ja, ein bisschen Schinken. Ja, das esse ich dann halt auf dem Weg zur Stadt. Sättig ich dich auch erstmal wieder. Also es ist schon mal gut, es überhaupt im Magen zu haben. Ja. Und ja, auf dem Weg so gehst du. Dauert ein bisschen und so, als dann schon so langsam untergeht, sagt er, gegen Abend würdest du etwa ankommen, siehst du am Himmel einen großen, hellen Phönix, so einen brennenden Feuervogel. Ich beobachte ihn. Guck dich an. Oh. Ich beobachte ihn weiter. Fliegt zu dir runter. Setzt sich so ein Stein so vor dir. Guckt dich an. Liegt so ein bisschen fragend den Kopf schief. Ich blicke ihn ebenfalls an. Und warte ab. Vogel räuspert sich. Du hast hier nicht zufällig einen Wolf oder so einen Typen mit nur einem Arm gesehen. Kann man eigentlich nicht übersehen. Hab ich? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich schüttel den Kopf. Verdammt, wo willst du hin? Zur nächsten Stadt. Na, da sind sie bestimmt nicht. Ich würde dich ein Stück begleiten, wenn es in Ordnung ist. Warum nicht? Der Vogel geht neben dir so ein Stück. Beziehungsweise, ja, fliegt so ein Stück neben dir. Was führt euch in diese Lande? Dörfer plündern? Abenteuerlust, Gier, Geld. Frauen. Auch das. Blackjack und Nutten. Ich weiß nicht, ob es sowas in Alternia gibt, aber wenn ja, dann auch das. Interessant. Ja. Nun ja, sollten auch gleich ankommen. Du siehst auch schon, als du sozusagen am Wald, siehst jetzt auch so von deiner Position aus, unten im Tal eine große Stadt.
schöne steinerne Mauern und in der Mitte ein großes lila Zirkuszelt. Oi. Da hat man sich ja wohl Mühe gegeben. Was genau ist das eigentlich für ein Zirkus? Woher soll ich das wissen? Sehe ich aus, als wäre ich allwissend? Hätte ja sein können, dass du schon mal hier warst. Ich bin eher auf der Durchreise. Tja, schade. Wieso? Weil ich dann gewusst hätte, was hier los ist. Wird bestimmt irgendwas sein hier zu der Haltung der Bürger oder so. Also nichts Besonderes. Ich gehe halt weiter in die Stadt. Ja, kommst unten auch an, ja, kommst unten dann eben an ein Tor. Der Vogel scheint sich so, der verabschiedet sich ein Stück von davor von dir und fliegt dir um die Mauer. Okay. Kannst weitermachen. Ja, und großes, runtergelassenes Fallgitter. Davor ein Wachmann. Guck dich an. Ah! Abschaum auf der Durchreise. Du siehst einen eisernen Helm mit zwei großen dahinten stehenden Ohren und schwarzen Haaren. Na, aus welcher Kloake sind die wieder gekrochen? Aus derselben, in der du gleich landest. Sei froh, dass ich gerade erst gegessen habe. Sonst wäre meine Laune wesentlich schlechter. Spitzohr. Ach, schön, wenn das nie die niederen Rassen versuchen, irgendetwas zu erreichen. Naja, sagen wir mal so. Was wollt ihr hier? Essen, trinken, schlafen, Weiber, Vögeln. Gott. Das, was ein Söldner nun mal will. Dürfte ich. Reicht ein Messer in die Hand und fragt nach deinem Arm. Ich schaue ihn abschätzend an. Ja, wir können ihn nicht hin zur Kunst reinlassen. Wir haben starke Kontrollen. Ich strecke halt meinen Arm aus. Stell dir so gleich die Pulsader an. Fließt halt blaues Blut raus in deinem Falle. In Ordnung. Kriegst so ein Tuch drumgelegt, wird festgemacht. Ihr könnt durch. Na also, ich gehe dann durch. Feige wird hochgelassen. Wenn du reinkommst, siehst du im Grunde links und rechts, so den unteren Ring der Stadt, wirkt ja recht ärmlich. Und du siehst geradezu durch die Stadt ein großes lilanes Zirkuszelt. Ja, das habe ich ja vorhin schon gesehen. Richtig. Da habe ich ja die Spitze gesehen, ja. Über die Straßen wurden so Lampignons gespannt. Es liegt so so Gelächter in der Luft und der Geruch von irgendwelchen Süßwaren. Überall sind Menschen, die Spaß haben und sich Menschen? vergnügen. Wesen, nicht Menschen. Entschuldigung, oh Gott, dieses Dement wurde ich noch abgewöhnt. Wenn da Menschen leben, das würde mich ein bisschen wundern. Oh Gott, ja. Verschiedenste Wesen jeder Rasse. Arak, Außer Menschen. Ajun, Meren, ja gut, Menschen gibt es ja nur noch einen. Der letzte Mohikaner. Ja, so ungefähr. Kannst sogar ein paar, kannst wie gesagt sogar, ja, hauptsächlich sind Schwarzlinge, die sich da amüsieren. Scheint einem der Unterschied zu sein, die machen die auch so ein Stück Platz, als du so daran vorbeigehst und gucken dich so ein bisschen so. Ja, ich bin ja, glaube ich, auch ein bisschen größer als die meisten hier. Schätze ich jetzt mal. Die meisten sind so gekleidet, einige tragen auch so ein paar so Masken, so Spielmasken. Und Ja, die ich. recht abschätzig an so. Normal halt, ne? Ich würde die aber gar nicht lang beachten. Ich würde eigentlich gleich nach der nächsten Taverne suchen.
Auf deiner Suche kommst du sozusagen ein Stück weiter näher in die Stadtmitte und siehst dann eben, dass das Zirkuszelt recht prachtvoll geöffnet ist. Du riechst ja, die diverse Ausscheidungen von irgendwelchen Tieren. Siehst halt Gaukler, Feuerspucker, all so etwas. Und wie so ein Käfig, um die sich diverse Schwarzlinge vor allem rumgeschart haben und lachen und ja, so richtig sehen kannst du, so richtig sehen kannst du nicht, was drin ist, aber Ich steuere auf den Käfig zu und dränge mich halt durch die Masse. Es sei denn, ich überrage die Masse, dass ich dann da gut ja, draufgucken also kann. die Masse ist recht breit, deswegen überragst du es leider nicht. Das heißt, ich dränge mich durch. Natürlich nicht gewaltvoll, aber ne, Aber dass eine man halt Probe merkt, wert. Achtung, ich bin stärker als ihr alle. Ich will durch. Ja, Ja, 4, 5, locker. 6, also das. Also du nimmst den sprichwörtlichen langen Arm des Gesetzes und schiebst die wie Also, eine Hilfsbrust. ich schieb sie so zur Seite. Schwimmbewegungen. Genau, einfach so immer die Leute zur Seite schieben. Als du am Käfig stehst, siehst du so ein, ja, eben einen mit Stroh ausgelegten Käfig, in dem ein Mädchen hockt. Das eine Auge, mit dem einen Auge weint sie, das andere Auge ist so mit so einem alten Stück Tuch verbunden. Hat lange rote Haare und du siehst auf ihrer, ja, leicht geröteten Haut zwei kleine Hörner. Das Und sie heißt, wenn ich verschanden, irgendwie. nehmen halt eben Steine, werfen die nach dem Mädchen und so. Das ist in deinen Augen vielleicht 5, 6 Jahre alt. Und die Rasse ist. Ich habe ja gesagt, leicht rötliche Haut und Hörner. Ich glaube, das ist recht eindeutig. Denke ich doch auch. Jetzt muss ich eine Weile legen. Helfe ich dem Kind oder helfe ich dem Kind nicht? Ich blicke es mal, ich sehe es halt mal an und Das weint. würde gucken, wie sie reagiert, wenn sie mich bemerkt. Das heißt, ich trete jetzt direkt an den Käfig ran und sehe sie halt an. Guckt so ein bisschen hoch auch, also wie gesagt, die Passanten schmeißen mit Essensresten nach ihr, mit Steinen, allem, was sie halt eben so finden können und finden das offenbar unglaublich amüsierend. Guck ich so ein bisschen an, das eine Auge ist ja verheult richtig, guckt sie ein bisschen an Noch und ja, gefallen. wenn sie reden könnte, würde sie wahrscheinlich sowas wie Hilfe sagen. Also gerne macht es auf keinen Fall. Das habe ich mir schon gedacht. Nee, ich wollte halt wissen, wie sie auf mich reagiert, dass sie. Nicht sonderlich besonders. Nicht sonderlich besonders. Also, sie weiß wahrscheinlich nicht, wer du bist. Ja, hätte sein können, dass sie denkt, oh, guck mal, da ist noch ein Dämon. Finde dich Vielleicht gerade kann er eher toll helfen. und ja, so beschäftigt. Die Menge ist ziemlich groß, wie massiv ist der Käfig, die Eisenstäbe? Ja, also breit, so breit etwa, immer. Dann eben so, ich sag mal, wie Quadrate, so kleine Ja, Quadrate. so vergittert, ne? Richtig vergittert. Und so, ja, gut, so dick. Also, egal, wer die Frau da eingesperrt hat, das Mädchen da eingesperrt hat, er möchte nicht, dass sie da wieder rauskommt. Gehe zur Tür des Käfigs, wenn es eine sichtbare hat. Findest du keine. Scheiße. Ich nehme meine Axt. Funktioniert das immer noch so, dass man quasi die Axt, die Waffe erscheinen lässt, oder Ja. dann lasse ich die Axt erscheinen Also und bedeutet ihr, dass sie sich. die Passanten, die gehen also einen Schritt zurück, erschrecken so ein bisschen, einige fangen auch an zu schreien und schreien: Wachen! Ich Wachen! bedeutet Wer dem läuft Amok? Mädchen halt. Ich ignoriere die Rufe, ich bedeutet dem Mädchen zurückzuweichen und wenn sie das dann tut, würde ich den Käfig aufschlagen.
als du gegen den Käfig schlagen möchtest. Und sozusagen mit deinem Arm ausholst, zuschlagen möchtest, kriegst du deine Waffe nicht mehr bewegt. Kriegst deinen Arm nicht richtig bewegt. Ich schaue nach hinten, weil er ja wahrscheinlich du bemerkst man könnte sagen, eine lila, eine leicht durchsichtige, transparente Schlange sich in deinen Arm gebissen hat. Und dazu gesellen sich jetzt auch mehrere noch. Und die halten dich zurück. Ich würde versuchen, die halt. Also mit der einen Hand halte ich immer noch, mit rechts halte ich immer noch die Axt fest und mit links versuche ich halt diese Schlangen da wegzuruppen, wenn es möglich ist. Als du sozusagen einen Schlangen ziehst, siehst du auch den Urheber der Schlange. Die Schlange. Da steht ein Mann, ein Mensch. In deinen Augen vom Aussehen her. Okay. Schwarze Haare, zum Zopf gebunden, dem etwa bis zu den Knien reicht. Und der trägt wie so eine lilane Kutte. Mit schwarzen Rändern. Sein Gesicht selber ist recht bleich, hat so schwarze Pupillen und hat so ein Dreieck mit dem rechten Auge. Na, 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 na. Kriegst die Schlange gut noch nicht los. Und da kommen jetzt auch noch mehr dazu. Die sich dann halt eben in den anderen Arm und in deine Beine bohren. Ich versuche mich halt weiterhin von den Schlangen loszureißen. Er macht eine Bewegung und du fällst zu Boden. Wirklich? So auf den, sozusagen vor ihm. Legt deinen Fuß so ein bisschen zwischen deine Hörner. Na, was haben wir denn da? Achso, ich liege auf dem Bauch vor ihm. Ja. Ich knurre nur und versuche. Die Axt ist ja wahrscheinlich beim Aufprall wieder entschwunden, schätze ich mal. Na gut, da kommen sie wenigstens nicht ran. Ich versuche halt weiterhin, ich wehre mich halt weiterhin in die Schlange und versuche auch an ihn zu kommen. Also versuche halt meine Arme, also ihn zu packen an den Beinen. Mal noch Wurfgeschicklichkeit. Geschick, nicht Stärke, schade. Ja, Geschick ist es eher, dich jetzt aus den Schlangen rauszubinden und dann so ein bisschen. Okay. 3, 2, 3. Also ich hätte es gesagt, eher schlecht als recht. Kriegst du aber hin. Oh, sehr schön. Und festpacken an deinen Füßen. Und er nickt zu den Kopf. Ich würde das nicht machen. Ja. Das sehe ich ja nicht, dass er den Kopf schüttelt, ich höre ihn ja nur, aber wenn es mir dann möglich ist, packe ich ihn an den Füßen und reiße ihn halt um. Als du ihn umreißt, wirst du sozusagen, weil die Schlangen würden ja spannen, mitgerissen, fliegst einmal auf den Boden und landest wieder neben ihm. Ja. Er steht wieder auf. Er steht wieder auf. Er steht wieder auf. Habe ich dir nicht gesagt, dass das keine gute Idee war? Ich würde auch wieder aufstehen, wenn es sei denn, die Schlangen halten mich immer noch fest. Du kannst durchaus aufstehen, aber als du das versuchen möchtest, hören die Schlangen auf, in dich reinzubeißen und beginnen sich dann stattdessen um dich rumzuwickeln. Und bilden dich dann so ein gutes Stück über den Boden. Das dachte ich mir, als ich hänge jetzt gefesselt vor ihm. Ja, im Grunde. Ja. Guck dich so ein bisschen an. Was hatten wir davor? Ein unschuldiges Mädchen zu befreien. Was ist diese Welt schon unschuldig? Ich bitte dich. Das, was du da machst, ist Vandale, Diebstahl und Körperverletzung. Und da du es an mir verübt hast mit der Körperverletzung, ist es Hochverrat. Diebstahl? Ja, Diebstahl des Mädchens. Das Mädchen gehört dem Zirkusdirektor. Und er stellt es wie ein Tier aus. Scheint zu funktionieren nicht. Sklaventreiber. Ich spuck ihm ins Gesicht. Rette.
Respektlosigkeit. Dann haben wir Hochverrat gegen das Königshaus. Sieht nicht gut aus für dich, mein Freund. Nimm diese Schlangen weg und du siehst, wie gut es für mich aussieht. Ach was? Warum sollte man einen Vorteil dazu? Sollte man einen Vorteil vermeiden, wenn man ihn hat? Du weißt, was auf Hochverrat gegen das Königshaus steht? Welches Königshaus überhaupt? Das Könighaus unseres Gottkönigs, Sulay Mator. Klingt wie ein Spitzohr. Ist ein Spitzohr. Ich spucke raus, diesmal aber nicht in seine Richtung, sondern einfach allgemein. Na naja, gut, lieber Spitzohr als Horny. Ich meine, du siehst aus wie ein Stier. Du bist ein halbes Tier. Wäre ich einer von diesen Wolken, könntest du recht haben. Aber wir wollen ja nicht, dass deine Welt Kopf steht und dass die ganzen Schlangen drehen dich im Grunde einmal um 180 Grad. Das ist ein Arschloch. Ja, ich wehre mich halt weiterhin nach Kräften gegen die Schlangen, aber es bringt ja wahrscheinlich eher weniger was. Weniger. Naja, das heißt, ich hänge da plätzend und knurre vor mich hin. Das ist witzig. Schießt dir das Blut in den Kopf und er gießt ein Stück auf dich zu, mit seiner, ja, Hand und streiche so ein bisschen übers Gesicht. Ich würde ihm in die Hand. Ich würde ihm in die Hand beißen, wenn er das macht. Also wenn er mir hier so rüberstreicht, einfach rein da. Dazu muss man sagen, Vaseras Zähne sind angefeilt. Also die hat er irgendwann mal selber spitz gefeilt. Von daher. Möchtest du ihm die Finger auch abbeißen? Ich will ihm wehtun. Warte, da, obwohl, nein, nachdem wie mir gerade. Ich beiß ihm in die Finger. Nur den Finger, okay. Ich beiß ihm nur in die Hand halt. Was trotzdem wehtut, weil die halt doch ganz schön spitz sind. Sieht die, sieht erstmal raus und sieht doch wirklich, wie seine Hände Wunden haben, aus denen schwarzes Blut tropft. Dick, flüssig wie Teer. Und die Schlangen gehen im Grunde einmal ein paar Mal nach unten so. Ja, ich denke, ich hänge da jetzt halb K.O. in diesen Schlangen. Ja, wie gesagt, ich hänge schlaff in den Schlangen und starre ihn halt von unten nach oben an. Tja, du denkst, du hast die längsten, er hat die längsten. Er hat die längsten Hochverrat Schlangen. gegen das Königshaus, darauf steht für gewöhnlich ein ausgesprochen schmerzhafter Tod. Nicht gerade das, was ich Aber gerne erleben möchte. tja, kann man nichts machen. Gar Und nichts. nein. Und Nicht. er geht auf dich zu. Seine Haut wird dunkler, bis sie so ein recht dunkles Lila angenommen hat. Sein Gesicht verformt sich. Er öffnet seinen Mund, der abnormal riesig ist und beginnt dich zu fressen. Ich wehre mich natürlich dagegen und verdammt, können wir nicht darüber reden? Gibt's denn nichts, was wir wieder gut machen bei euch? Ich Und wehre mich alles halt wird schwarz. ja, nach Kräften dagegen und tja. Yay, gestorben im Prolog. Man könnte ja jetzt meinen, ich bin im Prolog gestorben. Was bezweifle Tot ich? bist du nicht. Ja, ich weiß. Hier ist eine schwarze Augen. Ich weiß. Ja, meine Lieben, Vasagas hat den Bauch gewählt. Er wurde gesnackt. Oh, der war schlecht. Danke sehr. Bitte.
Aber hey, man kann es Nee. damit lieben, dass deine Hörner bestimmt unglaubliche Magenschmerzen bereiten werden. Oh ja. Und du bist ungewaschen, du bekommst bestimmt Blähungen. Und den Mund sind zäh. Ja, meine Freunde, das war der dritte Prolog von Vasaras Aramani. Auch wenn er gar nicht Aramani genannt werden möchte. Stimmt. Aber hey, kann man nichts machen. Man braucht einen Nachnamen, ich brauche den Nachnamen, den ich angebe. Ich habe den Nachnamen ja auch selbst angegeben, aber der Charakter selber hat ihn halt abgelegt. Warum auch immer, das erfährt man irgendwann. Irgendwann. Richtig. Irgendwann bestimmt. Beim nächsten Mal, wenn wir spielen, mal gucken, wann. Vielleicht sogar schon heute. Mal sehen, wie meine Spieler Zeit haben. Ich habe Zeit. Ich Ich auch. habe komplett Zeit. Genau genommen könnten wir sogar jetzt weitermachen. Wir brauchen dafür Digi und brauchen dafür Digi und Mitch. Sind beide online, also von daher. Ja, wenn es so ist, dann kann es sein, dass wir gleich schon weitermachen. Dann aber zu dritt. Und dann werden sich unsere Alternia Abenteurer in die Gefahren stürzen, die diese Welt auf sie warten lässt. Ich darf jetzt erstmal vor dem blöden Soleil gerade stehen. Vielleicht. ja, du hast das letzte Wort. Das letzte Wort, das habe ich immer. Das ist das Problem. Und dann fällt dein Dessen Kind. Lungen sind. Ich sag mal so: Mein Charakter hat es gehasst, gefesselt zu sein. Ich fand es amüsant. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Wiederschauen, drin gehauen.